Hier präsentieren wir die 5 beste mobilen Kochplatte-Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Dieses Modell von Tefal hat die Kunden im Test besonders wegen der 5 voreingestellten Programme begeistert. Beim Kochen müssen sie keine Temperaturen einstellen, sondern können einfach WLAN-Milch erhitzen, schmoren, anbraten, frittieren oder einfach Wasser kochen. Die manuelle Anzeige ermöglicht die selbstständige Temperaturvorwahl 450-2100 Watt mit den vorhandenen 9 Heizstufen. Wie die andere Einzelkochplatte ist diese auch ein Induktionsfeld und verfügt daher über eine automatische Topferkennung. Auch Gewicht 2,3 Kilogramm und Größe 34,5 x 28 x 6 cm entsprechen fast denen des anderen Modells. Nummer 4. Diese mobile Induktionskochplatte hat im Test nicht nur wegen des günstigen Preises überzeugt, sondern auch wegen der Funktionalität. Die kompakten Masse 35 x 28 x 6,5 cm und das leichte Gewicht von 2,4 kg erlauben eine flexible Nutzung, ob als zusätzliche Platte in Ihrer Küche oder zum mobilen Einsatz beim Kochen im Freien. Die Touch-Control-Sensoren und das LED-Display ermöglichen eine übersichtliche Bedienung. Beim Kochen können Sie mit Hilfe des 180-Minuten-Timer die Garzeiten einstellen und so auch eine automatische Ausschaltung sicherstellen. Außerdem ist eine Kindersicherung installiert, die vor unbeabsichtigter Inbetriebnahme schützt. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Die doppelte Zerang-Kochplatte von Rummelsbacher ist im Test die teuerste Variante. Der Vorteil bei diesem Gerät ist die verstellbare Kochplattengröße, so dass Sie einen Standard-Kochtopf sowie eine größere Pfanne gleichzeitig benutzen können. Dieses schon etwas ältere Modell von 2006 hat keinen Touch-Display, sondern einen 12-stufigen Temperaturregler. Daher müssen Sie bei dieser Kochplatte auf eine eingebaute Sicherheitsfunktion verzichten, sondern die Regler wie gewohnt selbstständig ein- und ausschalten. Nummer 2. Wenn Sie Ihre alten Töpfe und Pfannen weiterhin benutzen wollen, dann sollten Sie das Glas-Keramik-Kochfeld von Kund kaufen. Unter den Doppelkochtafeln ist dies die günstigste Variante. Durch die abnehmbaren Gummifüße kann dieses mobile Kochfeld sogar in eine Arbeitsplatte eingebaut werden, welche allerdings mindestens 5 cm dick sein muss. Dieses Modell ist durch die Touch-Steuerung und die Digitalanzeige ebenfalls leicht zu bedienen. Jede Kochzone hat 9 Leistungsstufen, aber anders als bei einem Induktionsherd, dauert das Erhitzen länger, wurde im Test aber doch als schnell bewertet. Und die Nummer 1 unserer Liste. Testsieger ist die Mobil-Induktionskochplatte mit 2 Kochzonen von Rummelsbacher. In der Kategorie Doppelkochfelder bewegt sie sich preislich im Mittelfeld, wobei sie mit 3 kg die leichteste von allen ist. Die Touch-Control-Sensoren und der LED-Display sorgen wie die Temperaturvorwahl von 60 C bis zu 240 C für eine komfortable Bedienung. Damit können Sie auch mit nativem Öl anbraten, ohne den Rauchpunkt zu überschreiten. Wegen der hochwertigen Induktionstechnologie ist keine Aufheizzeit nötig und die 10-stufige Leistungswahl ermöglicht das Erhitzen von Wasser in weniger als einer Minute wie bei einem Gasherd, was Energie und Zeit spart. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.